So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir AM2R, was dafür steht, Another Metroid 2 Remake. Das ist ein Fanprojekt zu Metroid 2, das die letzten Jahre gepflegt wurde. Ich habe eigentlich alles hier schon genullt. Ich gucke mal, ob ich das schnell nochmal löschen kann. Genau, wir starten hier ein ganz neues Spielchen. Das einzige Problem ist, es ist halt, ja, sehr nah am Original. Das heißt also echte Figuren, echte Namen. Samus Aran ist auch mit dabei. Metroid wird auch als solches verwendet. Insofern gab es auch schon eine kleine Abmahnung. Und die Downloads mussten offline genommen werden. Ich habe am ersten Tag des Releases das Ding irgendwie noch mir gekrallt, weil man sich es fast hätte denken können. Und ich würde es euch gerne zeigen. Ich überspringe mal die Story. Wir haben hierhin angespielt. Und ihr seht schon, die Grafik, die ist ein bisschen gehalten an die Fusions-Reihe. So ein bisschen. Vom Handling her ist das das Spiel, wie man es halt so kennt. Man kann auch in diesen Morph-Ball gehen. Man kann halt hier schießen. Man kann auch die Raketen aktivieren, wenn man das möchte. Und wir haben hier natürlich auch diese klassische Map, die wir aus Metroid, aus den anderen Metroid-Teilen kennen. Dazu haben wir hier die Möglichkeit, die Power-Ups, die wir dann im Laufe der Zeit finden, zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Boots und so weiter und so fort. Hier gibt es nochmal ein Missionsbriefing, um was es eigentlich aktuell geht. Hier noch ein bisschen Wiki-Zeug zu den Planeten, auf denen wir uns befinden und so weiter und so fort. Und das war's, glaube ich, auch schon. Hier sind noch die Einstellungen für die Grafik und so weiter und so fort. Also relativ simpel gehalten. Ich würde euch einfach ein bisschen hier rumführen. Ich bin ja, also ich mag Metroid. Ich bin jetzt nicht der Mega-Fan. Aber es hat natürlich schon einen gewissen Charme. Und ich kann mich noch an das erste Metroid erinnern auf dem NES. Wie buff ich da war am Ende, als Samus hier die Maske abnimmt und sich dahinter eine Frau versteckte. Das war natürlich auch ein nicht kalkulierbares Ding, ja. Keinen auf dem Schirm gehabt. Damals gab es natürlich auch noch keine Internetforen, wo man sowas hätte spoilern können. Deswegen war es krass. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle Teile gespielt habe oder so, oder dass ich mir denke, das ist das geilste Spiel ever. Und trotzdem hat es, finde ich, immer einen sehr coolen Charme gehabt. Und ich hatte mich eigentlich immer gerne mit den Spielen aufgehalten, muss ich sagen. Ich bin natürlich auch ein bisschen Nintendo-Jünger. Und insofern umso schöner, dass es mal so ein Spiel jetzt zum PC schafft. Ja, und auf der anderen Seite natürlich irgendwo nachvollziehbar, dass die Rechteinhaber sagen, nee, so geht's aber nicht. Und ja, dann aus der Fanperspektive natürlich auch ein bisschen doof, weil klar, da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Und jetzt, wo das Teil fertig ist, nehmen sie es offline. Also, schwierig. Ich kann beide Seiten gut verstehen. Am Ende ist es ja so, die befürchten natürlich immer, dass, wieso kann ich denn hier nicht? Das muss doch eigentlich gehen, dass ich hier. Das muss doch eigentlich gehen. Die befürchten, dass halt Verkäufe von den klassischen Titeln halt irgendwie ausbleiben. Aber ich glaube ja eher, dass solche Fangeschichten den positiven Effekt haben und dafür sorgen, dass mehr Spiele verkauft werden. Also, ja. Also, total smooth, das kann man sagen. Es ist ein eigenständiges Programm. Also, ich spiele das jetzt hier nicht in einer ROM oder in einem Emulator mit einer ROM oder so. Das ist eine Exe, die man direkt runterladen konnte. Schön gesagt, war kostenlos. Hier kommen wir nicht weiter. Kann ich hier irgendwie nochmal reinzoomen? Natürlich nicht. Soundtrack ist unspektakulär, wiederholt sich sehr häufig. Ich habe es auch noch nicht jetzt irgendwie ewig gespielt. Aber es macht schon Spaß und wenn man solche Erkundungsspiele gerne hat, wo man auch gucken muss, wie komme ich weiter, welches Power-Up brauche ich, um dann in den Raum weiterzukommen, dann kann ich das Spiel echt jedem empfehlen, der auf sowas steht, weil das ist echt cool. Hat man sich viel Mühe gemacht, die Community. Und es ist natürlich sowas wie Metroid ist natürlich ein gern gesehenes Spiel in der Speedrunner-Community, logischerweise. Ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen weiter nach rechts zu gehen. Ah, L1 ist das. Dann kann man diagonal nach oben schießen, so. Komme ich hier weiter? Aha. Geil. Hätte ich es mir fast gedacht, ey. Aber ich hätte auch einfach runterlaufen können, aber es war klar, dass es hier irgendwie so einen Geheimgang gibt. Auch das ist so die Geschichte, die bei Metroid halt immer Spaß gemacht hat. Game Save, das ist nur ein Speicherpunkt offenbar. Dass man eben solche versteckten Räume und so immer wieder finden konnte. Das ist eigentlich ähnlich wie bei... Wie eigentlich auch bei... Bei Mario, das war ja...
nicht anders. Da konnte man ja auch dann irgendwie über die Mauern fliegen und so weiter. Aber hier wirkte es immer noch mal so ein bisschen anders. Auch die Anmutung natürlich eine andere hier. Und die Storyline ist halt auch ein bisschen anders. Und dann komme ich hier durch, wenn ich Raketen zünde, komme ich nicht. Moment. Vielleicht doch runter. Ich brauche noch einen scheiß Anzug, ich Idiot, ich brauche einen Anzug, ich werde sterben, das ist zum Kotzen. Lass mich hier nicht sterben. Samus, überlebe es. Zack, da ist der Suit weg. Wir haben ja den Speicherpunkt. Einmal versuche ich es noch. Aber offenbar ist das auch nicht der Weg, den ich gehen muss. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, weil es gibt ja nicht mehr so viel. Da bin ich jetzt etwas irritiert. Aber wir werden sehen, was wir hier haben. Auch das Timing. Ich bin ja auch so blöd, wieso mache ich denn diese Jumps, wenn ich doch einfach L1 gedrückt halten kann? Kann ich vielleicht irgendwie mit dem Ball? Ich habe noch auch noch kein Power-Up gefunden. Nein! Samus geht da wieder hoch, verdammt nochmal. Samus! Mann, ey! Madame, das, so haben wir das aber nicht gewollt. Gut, dann geht's da erstmal nicht weiter. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwas anderes versäumt habe weiter vorne. Ich finde ja auch die ganzen, ja, speichere nochmal ab. Ich finde ja auch die ganzen Speedruns von Metroid super spannend jedes Mal. Bin auch gespannt, wie sich das jetzt mit diesem Rechtestreit hier weiterentwickeln wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die das gemacht haben, so schnell klein beigeben werden. Wir werden sehen. Schön, dass sie sich da dran hängt. Das macht es mir ein bisschen leichter. So natürlich nicht. So auch nicht. Mann, ey. Ich bin aber auch ein kleiner Ochse hier im Spiel. Da geht's also auch nicht weiter. Bin ich komplett falsch gelaufen? Das kann doch nicht sein, Leute. Ey, das kann echt nicht sein. Da links unten bin ich doch nie weitergekommen, oder nicht? Oder doch? Irgendwas? Wir gucken mal. Vielleicht ist es ja auch der Klassiker, am Anfang gleich links zu laufen. Das ist echt merkwürdig. Was habe ich verpasst? Da ist das Schiff. Ich weiß nicht. Das gibt's doch nicht. Kann ich vielleicht noch irgendwas... Das ist alles an. Power Suit ist an. Wir werden sehen. Game saved. Schön, toll. Hat sich gelohnt, da reinzugehen. Das ist merkwürdig. Wir gucken mal weiter. Mal sehen, was da unten irgendwie nochmal kommt. Ich werde nochmal runtergehen. Genau an die gleiche Stelle. Oh Mann. Ah, hier können wir mal aufladen. Also da nicht. Also es muss hier runtergehen. Da sind wir schon mal richtig. Geht's hier weiter? Auch nicht. Dann geht's hier weiter. Also auch da gibt's keine Alternative. Bis dahin sind wir auf jeden Fall richtig. So, dann mal. Da waren wir auch schon. Da geht's auch nicht weiter in eine andere Richtung.
So. Okay, Moment, was ist denn? Hier links irgendwas? Offenbar auch nicht. Gut, dann geht's hier entlang, links und rechts. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier doch noch irgendwas finden, wo wir diesen scheiß Anzug herbekommen. Wahrscheinlich benötigen wir den, damit wir Lava aushalten. Aber ich sehe halt hier nichts dergleichen. Ich sehe hier nichts. Hier waren wir überall schon. Freunde? Der Witz ist ja, ich bin doch... Ich habe das ja schon gespielt. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss für den Scheiß. Oh, Raketchen. Oh, ich werd blöde. Das ist alles gewesen. Ich jetzt einfach nur mit der Rakete aufschießen müssen. Ich bin so blöde. Okay. Gehört dazu. Another Metroid 2 Remake. Wie es so schön heißt. So, jetzt flutscht's aber. Jetzt geht's eigentlich ganz gut. Oh, Storyline. Scanning Bioform. Oh, der erste. Wahrscheinlich muss ich da immer die grüne Kugel unten erwischen. Ja, das ging ja flink. Ich kann mich doch erinnern, dass ich da schon war, verdammte Axt. Oh, was ist jetzt los? Muss ich hier wieder raus jetzt, oder was? Der Klassiker in dem Spiel? Mein Gamepad vibriert übrigens, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Press... The massive cave system is located between two tectonic plates, also zwischen zwei tektonischen Platten, befindet sich hier das Höhlensystem, largely fluted by an extremely dense and caustic substance similar to magma, also gefüllt mit einer sehr krassen, gefährlichen Substanz, ähnlich wie Magma. The recent earthquake has altered the cave layout and the hazardous substance has drained to lower levels. Also durch das Erdbeben steigt das Ding halt hier weiter nach oben an, die sehr gefährliche Substanz. The cause is unknown, also weshalb das Erdbeben da ist, die Ursache, die ist unklar. Gut, das heißt, wir müssen hier raus, oder nicht? Zumindest war es doch so in den anderen Teilen. Zumindest bei Super Metroid müsste man fliehen. Lass mal kurz gucken. Tja. Also jetzt ist die Lava jedenfalls in noch höhere... Ja, speichern wir, ist nicht so schlecht. Können wir machen. Ist in etwas höhere Gefilde vorangeschritten. Aber was mich ein bisschen nervt ist, ich habe immer noch keinen Power-Up gefunden. Ging in den alten Teilen bei Super Metroid beispielsweise auch super schnell. Deswegen der Super Metroid. Mann, ey! Ich bin aber auch wenig begabt, muss ich sagen, an diesem heutigen Aufzeichnungstag. Oder muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ich muss mal schauen. All Metroid Organisms on Planet. Ich muss alles finden, aber das habe ich ja. Ich meine... Wisst ihr was? Ich versuche einfach mal jetzt doch hier oben dann auf der rechten Seite weiterzulaufen. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Oder vielleicht komme ich da inzwischen durch oder so, weil Magma bedingt oder so irgendwas jetzt verfügbar ist. Weiß ich nicht. Achso, nee, da kann ich ja unten rum. Eine Abkürzung. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier irgendwie vorankomme. Nee, speichern muss der jetzt erstmal nicht. Ah ja, guck an. Ach, to lower levels. Das heißt, der Spiegel ist gesunken, nicht gestiegen. Okay.
Deswegen kommen wir hier jetzt auch ohne Probleme runter. Sehr schön. Dann war auch auf. Es ist natürlich hier auch nur ein Anime-Spiel, also ich will auch nicht zu viel zeigen von dem Spiel, falls ihr selber auch noch spielen werdet. Aber zumindest das erste Power-Up würde ich gerne finden. Für den Anzug von Samus Aran. Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich so ausgesprochen wird. Samus Aran klingt irgendwie komisch, ich finde Samus Aran. Enemy Pattern Scan for Metroid. Metroids detected in the area. Ups. Müssen wir dran gewöhnen, öfter die L-Taste zu halten. Damit kann man dann nämlich auch nach oben gerichtet weiterhin schießen. So, hier entlang. Nein! Gut. So, wunderbar. Das sieht doch nach einem Bossraum aus. Ich bin mal ein bisschen leiser, weil ich auch konzentriert bin. Jetzt mal gucken, wie es hier aussieht. Jetzt ist auch die Hintergrundfarbe ein bisschen anders geworden in der Map. Die Map übrigens wird mit Start aufgerufen. Okay. Scanning Environment. New Log Entry. The Golden Temple. This temple stands at the base of a hollow mountain. The statues, carved stones and its solid design attest that the structure was built to be sanctuary, possibly with religious significance. Also man merkt anhand der Bauform, dass es hier wohl irgendwie religiöse Züge haben soll. The temple has withstood the test of time, also ist schon über Jahrzehnte wahrscheinlich oder Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hier aufrechterhalten worden. Showing the building knowledge and experience of the Chozo. Zeigt also, wie kompetent die Architekten der Chozo waren. Scans detect the presence of stationary robotic entities placed at strategic points inside the structure. Also wir haben hier verschiedene Roboter, die auch an strategischen Punkten versteckt sind. No control signals are detected. These units are operating autonomously. Also, alle auf eigene Faust. Es gibt keine Übermacht, die alles irgendwie steuert. Vielleicht spiele ich da lieber anstatt mit dem Analogstick. Ja, das kommt mir ein bisschen entgegen. Lieber mit dem Spieler mit dem Xbox 360 Controller. Vielleicht ist es da cooler, tatsächlich mit den Pfeiltasten zu spielen und nicht mit dem Analogstick. Da bin ich ein bisschen präziser beim Schießen. Oh, da geht's aber runter. Was ist das? Was hat's damit auf sich? Muss ich das verstehen? Das klappt auch nicht. Okay, wir gucken mal weiter. Ja, klar. Meine Herren. Jetzt bekomme ich ein Power-Up. 3, 2, 1 und... Bombs! Press X in Mothball Mode to deploy! Also das sind jetzt diese Bomben. Wenn ich also hier in diesem kleinen Mothball bin, dann kann ich einfach das drücken und dann passiert sowas. Gehen wir hier wieder rein. Und wir bekommen eine Erweiterung unserer Raketen. Wir können also mehr halten. 5 an der Zahl. Das ist mal cool. Gerne an. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja, aber wisst ihr was?
An der Stelle will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Probiert das Spiel selber aus. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wo es gibt, weil es ist aktuell nicht legal zu haben. Aber, was heißt nicht legal zu haben? Also wenn man es sich damals runtergeladen hat, ist alles okay. Wenn es wieder kommen sollte, und ich bin mir sicher, die werden sich irgendwie einigen, dann schaut es euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin der Conny, ich danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bei Twitch könnt ihr mir folgen, logischerweise. Es gibt eine Patreon-Seite, wo ihr mich unterstützen könnt. Und es gibt einen Discord, ganz neu, mit uns quatschen auf einem Server. Gibt's alles in der Beschreibung des Videos. Macht's gut und schönen Tag. Servus.